Guten Morgen am Tag 2 unseres Kurztrips in die Ramsau am Dachstein. Heute geht es hoch hinaus auf 2660 und ein bisschen was Höhenmeter auf die Scheichenspitze. Wir haben uns hier beim Feister eingeparkt und der erste Stop unserer Tour wird dann beim Gutenberghaus sein. Endlich einer mit gescheiten Bergschuhen. Wenn man sich von hier jetzt einmal denkt, dass man da rauf muss, ist ein Motherfucker. Es ist 10 vor 7 da im Wald. Es ist erstens schattig und zweitens halt noch ein bisschen frisch. Aber das macht nichts, weil so wie es bergauf geht, wird uns eh sicher gleich warm. Steirer Kunst. Wir sind gut 40 Minuten unterwegs, 2,5 Kilometer liegen hinter uns. Aber es ist noch ein schönes Stück bis zum Gipfel. Sehr schön, immer wieder der Blick auf die niederen Tauern, die einfach auch wunderschön. Dürfte der Einstieg zum Ramsauer Klettersteig dann sein und wir würden uns dann da über diesen Kamm hinaufführen bis zum Kreuz, das man jetzt trainiert. Also wir kommen dem Einstieg vom Klettersteig immer näher. Ich merke, dass mein Nervositätslevel steigt, aber auch die Vorfreude. Die Aussicht ist einfach echt genial. Da oben bläst der Wind auch gleich anders. Geht gleich los. Tick, Trick und Track gehen auf den Berg. Und, how do you like it? Awesome, awesome. Look at this. Reibt mir die Tränen in die Augen. So glücklich bin ich. Das ist jetzt einfach eine saucoole Tour. So, hier ist übrigens das Gutenberghaus. We'll be right back.
technisch sehr angenehm. Also mit ein bisschen Übung auf jeden Fall machbar. Aber das Erlebnis ist einfach unbezahlbar. Okay, haben wir es geschafft. Die Scheichenspitze ist eine hochalpine Tour mit einem Stück auf dem Ramsauer Klettersteig. Das heißt, gescheite Ausrüstung, gescheite Kleidung, genug zum Essen, genug zum Trinken, im Idealfall ein Klettersteigset und Helm sind natürlich essentielle Bestandteile der Ausrüstung, die ihr auf so eine Tour mitnehmen solltet. Wir haben das Gipfelkreuz wieder hinter uns gelassen. Und suchen uns jetzt den Weg wieder runter, froh und munter. Habe ich gesagt, dass ich mich nicht auf das Schneefeld freue und jetzt sind wir am Schneefeld. Deswegen stimmt eigentlich. Ich umgehe das Schneefeld. Also. Ich weiß nicht so genau, wie ich das sagen soll, aber ganz oft, wenn ich Sport mache, insbesondere in den Bergen, dann überkommt mich so eine Art von Dankbarkeit oder Demut. Einfach in dem Wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, zwei gesunde Beine, einen bis auf kleine Wehwehchen, halbwegs gesunden Körper zu haben und einfach halt solche Erfahrungen wie diese machen zu können. Die Hütte des Gutenberghaus kennen wir bereits. Dann werden wir jetzt kurz Kleinigkeit essen und trinken und dann überlegen, ob wir noch den Abstieg über die Silberkarklamm machen oder den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind. Ich wäre für die Silberkarklamm. Also wir haben uns jetzt gerade gut gestärkt auf dem Gutenberghaus mit Linsen und Kartoffeln und Sportgetränken. Und jetzt geht's über die Silberkarklamm dann zurück ins Tal. Mittlerweile spüren wir es doch auch schon ein bisschen in den Beinen, dass wir seit 6:45 in der Früh unterwegs sind. Ja, es ist übrigens 4 am Nachmittag. Wir haben gerade gesehen, der Weg zur Silberkarhütte ist mit 3 Stunden angeschrieben. Wir wollen das in 2 Stunden gehen. Schauen wir mal.
geht ja ziemlich lange dann noch über dieses schöne Hochplateau, links und rechts umringt von Latschen. Wir lassen die Silberkar-Hütte hinter uns und gehen jetzt runter, noch schnell ab durch die Klamm und dann schauen wir mal, wie wir zurück zum Auto kommen. Wir haben die Silberkar-Klamm verlassen, vor uns liegen die letzten Kilometer Richtung zurück zum Feisterer. Die Moral ist auf ihrem Höhepunkt. Splendid. Aber ich glaube, wir alle freuen uns schon auf eine Dusche. Mucho. Und auch was zum Essen. Duschen muss ich nicht, aber... Gut, der Stefan will nicht duschen, aber essen. So, circa noch 1,5 Kilometer da entlang der Bundesstraße zurück zum Feisterer und dann haben wir es wirklich geschafft. Leider motiviert. Also mehr als 1600 Höhenmeter rauf, 1600 Höhenmeter runter. Über 40.000 Schritte, irgendwas um die 22 Kilometer. Wie einen Samstag. Ich vorher vergessen habe noch zu sagen, 13 Stunden hat noch gefehlt. Wir gehen jetzt alle duschen und noch schnell was essen. Und sagen, ciao und einen schönen Abend aus der Ramsau.